Es schneit, wir sind wieder ganz kalt und eingefangen und wir sind auf dem Weg zu neuen Abenteuern. Es wird großartig bei Dark Souls mit Nils. Nils. Hey, hallo und herzlich willkommen zu Knallhart Durchgenommen Extra. Ja, extra. Die Zugabe. Ihr habt da draußen gebrüllt, wir haben euch wahrgenommen. Wir wollten gerade von der Bühne schreiten, wir haben den Endboss erledigt, wollten gerade mit dem gebührenden Ruhm und den Lorbeerblättern im Haar von den wenigen Stufen, das ist eine sehr niedrige Bühne, runtersteigen und nach Hause fahren und sagen, geil, haben wir gut gemacht. Dann haben wir eure Zugaberufe gehört. Wir haben sie wirklich gehört. Wir saßen im Backstage, ihr habt mit den Füßen getrommelt, ihr habt geklatscht und wir haben gehört, was ist das? Schon wieder eine Elchhorde, die uns einholt? Nein, ihr wart es. Und wir hören natürlich auf euer Getrampel und machen deswegen weiter und sind in der kältigen, frostigen Kälte von, wie heißt das Gebiet? Le Malage. In Frankreich, in der Bretagne ist es Winter. Das ist übrigens kein echter Schnee hier, sondern das ist Ascheregen. Denn wir haben ja die Welt geascht. Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt storytechnisch genau der Abschluss war nach dem Endbosskampf. Ja, also wir haben den Endboss besiegt und dann haben wir den Zyklus neu gestartet einfach. Also wir haben quasi alles, wir machen alles genauso. Alles war scheiße, dann kommen wir und töten den Aschehalter. Ja. Um einfach selbst seine Rolle zu übernehmen und es genauso zu machen und alles ist genauso scheiße wie vorher. Also wir haben sozusagen die Asche von einem Aschenbecher in den nächsten Aschenbecher gefüllt, aber wirklich entsorgt wurde nichts. Nein, es ist einfach exakt das Gleiche. Es ist nur von einem kleineren Mülleimer in einen größeren Mülleimer gewandert. Ich weiß nicht mehr, ob sich die Kapazität des Mülleimers verändert. Ich glaube lediglich, der Typ, der jetzt am Ende der Endboss ist, hat sich verändert. Also stellt euch vor, ihr habt einen Papierkorb bei euch zu Hause, ihr nehmt den, ihr geht auf die Straße und dort steht ein Papierkorb, der genauso groß ist und ihr füllt einfach den Müll von einem in den anderen und man fühlt sich schon besser, weiß aber eigentlich, dass letzten Endes nichts erreicht wurde. Weil im Grunde ist ja der Müllweg eigentlich nur der immer größer werdenden Behälter. Ja, genau. Am Ende ist einfach der größte Behälter, ist das Meer. Mhm. Und da landet der ganze alles Müll am Ende. Alles landet früher später im Meer. Und eigentlich ist es nur der größte Mülleimer der Welt. Aber alles, was im Meer landet, landet in den Fischen. Und was in den Fischen landet, landet in uns. Also der Zyklus ist es ist ein Kreislauf. Und ungefähr so endet Dark Souls 3. Mhm. Ein ernüchterndes Ende. Aber es geht natürlich noch weiter. Denn das Ende ist oft erst der Anfang. Ich habe übrigens gerade eine Idee gehabt, was Dark Souls noch geiler machen würde. Und Fische? Zwar, wenn das wirklich so ist, ich weiß ja gar nicht, ob ich das hier gerade richtig wiedergegeben habe, aber wenn das wirklich so ist, dass man den Endboss besiegt und dann seine Position einnimmt und dann der neue Endboss quasi ist, wäre es nicht geil, wenn du Dark Souls spielst, und das aktualisiert sich ständig, dass wenn ein menschlicher Spieler den Endboss besiegt, dann ist er der neue Endboss. Und wenn du dann zu diesem Endboss kommst, spielst du gegen den. Und der Spieler spielt das auch oder ist es nur sein Charakter? Das ist sein Charakter, aber das ist nicht. Ja. Bei Elden Ring zum Beispiel gibt es die heißen Asche, also das ist auch ein NPC, den du beschwören kannst. Auch Asche? Auch Asche. Ich liebe Elden Ring jetzt schon. Ich liebe Asche. Bleib bei mir, Fädel nicht, Assoziationskette abschneiden. das ist eine Kopie von dir selbst sozusagen und du kannst dann mit dem kämpfen und das ist so. Und egal, was du ausgerüstet hast, der hat das auch ausgerüstet und das ist ein Ebenbild von dir. Was zeigt, dass es möglich ist, dass ein Computer einfach genauso wie der menschliche Spieler agiert. Ja. So. Und wenn du dann sagst, du kopierst sozusagen den menschlichen Spieler als NPC und der ist der neue Endboss. Und du weißt nie, wenn du da reingehst, wen hast du, wer ist gerade der aktuelle Endboss, weil der Zyklus ja ständig durchgeht. Hast du es leicht, hast du es schwer? Auf dem Schulhof natürlich, ich habe jetzt den Endboss gemacht. Ja, aber wer war's denn? Hast du gegen Nils gekämpft oder gegen Florentin? Ja. Und dann so, ja, ich hatte nur Nils. Ich hatte nur den Nils, das war easy Mode. Du bist besser im Erkunden, ich möchte dir das Gamepad, das Joypad reichen, auf das du selbigen erlebst und Spielspaß genießen kannst. Besser im Erkunden, das ist der schönste Diss, den ich je gehört habe. Wirklich, das ist so elegant. Nee, aber du hast wirklich von uns den besseren Orientierungssinn, weil ich habe hier eingeloggt in diesen Charakter, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich erinnere mich an einen Frostwolf, den du zur Strecke gebracht hast. Und genau da, wir hatten die Kükenmenschen. Ja. Und dann hatten wir aber einen Küken-NSC, der meinte, ich bin Küken. Du bist Küken, wir sind Küken. Wir sind Küken, wir Küken. Wir küken uns das mal an. Aber der meinte, ja, die Narren, die draußen sind, die sind alle verendet. Die wollten irgendwie mehr sein als nur Küken.
Aber sie werden nie mehr sein als Küken. Ich glaube, das sind die... Es ist doch jetzt so, dass die männlichen Küken, die werden nicht mehr geschreddert, was ja richtig gut ist. Ja. War ja auch echt. Sondern, was haben die für Zukunftsperspektiven? Oh. Die werden, glaube ich, zu denen, die hier rumlungern. Ach so. Weil ich dachte, die kriegen so eine Ausbildung irgendwie zum Mediengestalter oder irgendwie sowas, haben die Möglichkeit. Ja, das... Oder oben. Ja, nee, ich dachte nur, weil... Was macht man mit denen? Die werden jetzt ja zum Glück, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ist ja wirklich an der Zeit gewesen, die dürfen jetzt ja nicht mehr geschreddert werden, so, aber man hat die ja trotzdem noch. Die sind ja da. Ja. Und man, oh, ich trottel, ich dachte, da geht's links hoch zu dem Item. Bin ich doof, jetzt bin ich hier wieder runtergefallen. Hier waren wir doch schon. Ja, aber was macht man mit denen? Weil die können keine Eier legen und deswegen will man die nicht, ne? Ja, die können keine Eier legen und die wird man auch nicht essen, weil keiner isst einen Hahn. Weißt du, keine. Oh, jetzt mal ein schönes Hahnfilet. Das isst ja keiner. Ja. So, dann hast du die ganzen. Und ich dachte mir ja, die Typen, die hier rumlungern, das ist die Zukunft. So, ich rede zu viel und spiele zu wenig. Da ist sie leider. Die ganzen. Die hier so rumliegen, diese Dinger hier. Ja. Das wird aus denen. Die wissen nichts mit sich anzufangen. Und dann bevölkern die einfach die Welt und haben keinen Job. Ja, schwierig, schwieriges Schicksal. Aber Hahn, also so ein Hahn im Korb, gibt's da nicht so? Coq-au-vin oder sowas? Ist das nicht Hahn? Oder ist es nur, ich weiß es nicht. Wie oft isst du ein Coq-au-vin? Das ist tatsächlich recht selten. Hab ich glaube, so jeden zweiten Donnerstag. Habe ich jetzt eigentlich gerade das Lagerfeuer aktiviert? Ja, hast du. Ne? Ich bringe ja immer so, jeden zweiten Donnerstag bringe ich so in der Tupperdose so einen schönen Coq-au-vin mit. Mhm. Und dann sitze ich da so in der Mittagspause, jeder packt so seine Stulle aus. Und ich habe dann so einen Coq-au-vin einfach mit so einer herrlichen Rotweinsoße. Und baue dann richtig schön meinen Teller auf und so und alles aus der Tupperdose raus. Das ist herrlich. Finde ich gut. Coq-au-vin. Es ist ein... Oh, hier, das meine ich hier. Du bist nicht so ein Gruppenmittagesser, ne? Du bist dann eher so, du ziehst dich zurück. Mhm. Nicht so mit der Gruppe, nicht irgendwie connecten, irgendwie mal die Praktikanten kennenlernen, sondern du bist eher so, ich mache mein eigenes Ding. Ich sitze im Auto und esse meinen Salat. Ja, wirklich. Essenszeit ist für mich immer auch eine Zeit, wo ich mir Zeit für mich selber nehme, ja, wenn ich kann. Weil man ist die ganze Zeit irgendwie immer am Rumkommunizieren und Slack und Reden und Mails und Discord und WhatsApp und Instagram, die ganzen vielen Frauen, die mir schreiben, managen. Ja. Das ist halt, und dann, wenn ich dann essen kann, dann denke ich mir so, ja, wer bist du überhaupt? Oh, ah, das ist wieder der... So, okay. Oh, jetzt hat er eine andere Waffe. Er ist vom Krallenmann zum Rapiermann geworden. Das ist ganz schön rapierte. So, jetzt, guck mal, die mögen ihn auch nicht, siehst du das? Oh, der ist ein Fechter. Der ist Fechter. Ich bin Fairfechter. Ich fechte fair. Im Gegensatz zu ihm. Der erinnert mich sehr an die Parias von den Necrons aus Warhammer 40k. Die auch so diese Krallen haben. Und die kleiden sich in Menschenhaut. Das sind ja so Roboterwesen, diese Necrons, so Roboter-Untote. Und die ziehen sich Menschenhaut als Kleidung an, um noch furchteinflößender auf ihre Gegner zu sein. Um sozusagen den Furcht und Schrecken einzujagen, damit sie besser gegen die... Daran erinnert mich das Ganze gerade so ein bisschen. Ja, mich auch. Dich auch? Was hast du Warhammer 40k früher gespielt? Tabletop, so Figuren angemalt? Ja, ich hab, absolut. Ich hab zu Hause im Keller... Oh, der feine Herr. Tabletop-Keller gehabt und hab dann immer mit meiner Großfamilie, mit meinen zwei Cousins, Dieter und Erwin, wir haben immer zusammen den ganzen Sommer lang im Keller gehockt. Ach, herrlich. Und Warhammer, erst haben wir die angemalt. Wir haben einen kompletten Sommer haben wir die angemalt. Wieso bist du jetzt auf einmal so scheiße hier? Und dann haben wir keine Zeit mehr gehabt zum Spielen, weil da mussten Erwin und mein anderer Großcousin, die mussten dann, dessen Namen ich gerade vergessen habe, die mussten dann leider schon wieder nach Hause. Ja. Aber das war der schönste Sommer meines Lebens. Wir sind dann nie zum Spielen gekommen. Hey, die Vorfreude ist ja oft auch das Schönste daran. Das war immer mein Traum, so einen kompletten Keller zu haben mit ganz vielen Figuren in Regalen und an so einer großen Spielplatte. Mhm. Aber habe ich mir auch erfüllt. Also. Ja. Wann lädst du mich dann echt mal? Ich hatte zu hohe Ansprüche, deswegen hat es zu lange gedauert. Die Platte ist nie fertig geworden. Die Platte ist, das klingt wie so ein
Musiker. Das ist ein Dendemann-Problem, ja. 10 Jahre so, ey, aber pass auf, bald kommt die neue Platte. Die Platte. Ach, die neue Spielplatte. Platte fertig. Das ist da, wo sich ganz kurz Tabletop-Spieler und Rapper überlappen. Ja. So dieser 1 mm Venn-Diagramm. Die Platte wird nicht fertig. Das ist so. Kurz kann man sich verstehen und man erfährt so ein einfühlsames Nicken von einem Rapper, so, ja, stimmt, meine Platte wird auch nicht fertig. Und dann fühlt man sich einfach. Mir fällt einfach kein Reim auf Coco war ein. Coco war. Er so ein Schmarrn. So schön wie du warst. Coco war. Ich meine, das ist ja auch, man kann das ja auch ein bisschen anders betonen. Das ist ja das Tolle an Französisch. Wie viel Nasalität man da ja, rein. Ob man eher so in die Burgunder-Ecke geht oder ob man eher so in die. Normandie-Ecke geht, wo man das ja alles anders betont. Ja. Viele Franzosen verschlucken auch die letzte Silbe machen. Wir sind in der gemalten Welt Ariandel. Das Besondere an dieser Welt ist, dass es komplett in Pastelltöne gehalten ist, weil es eigentlich ein Gemälde ist, was man schnell vergisst, wenn man im Gemälde lebt. Das ist die Lektion, die wir hier lernen können. Dass man irgendwann die Fiktion nicht mehr als Fiktion wahrnimmt, wenn man zu lange darin lebt. Eine Warnung, vielleicht auch selbstreferenziell an alle Dark Souls-Spieler, die dieses Spiel hier ausdrückt und sagt, passt auf, diese Wesen wissen nicht, dass sie eigentlich in einer Fiktion leben. Aber die denken sich auch, wenn ich in der Fiktion lebe, dann hat das ja jemand, guck mal, der haut die Hühner weg. Guck das, und jetzt hauen sie ab, jetzt sehe ich das gerade erst. Die sind dahin gepilgert. In der Kolonne, und dann kommt hier Riesen-Ninja-Hahn, der auch nur einfach nur ein Hahn ist, nur ein bisschen größer als alle anderen. Und er tötet die anderen Hähne. Weißt du, warum tötet er sie? Weil er ihren Anblick nicht ertragen kann. Er denkt sich so, ihr habt aufgegeben, ihr seid einfach schäbige Kreaturen, ihr holt nicht das maximale Potenzial aus euch raus. Guckt mich an, ich bin der Coco-Würn des Todes, ich bin Ninja-Hahn. Guckt euch das an. Und zu Recht macht er das. Hey, du bist zu schnell, mein Freund, du bist zu schnell, das ist eine 50er-Zone hier. Schade, dass die 47.000 Seelen, die wir hatten, jetzt für immer weg sind. Nils, du weißt, ich brauche eine halbe Stunde, um reinzukommen, okay? Du weißt, ich brauche einfach immer ein bisschen eine Zeit. Coco-Vin. So, die gemalte Welt Ariandel. Welcher Künstler verfügt über die Fähigkeit, Gemälde zu malen, in denen man leben kann. Mhm. Und malt den Geschöpfen so eine Scheiße hier. Sag mal. In den Bildern von welchem Künstler würdest du gerne leben? Van Gogh. Mhm. Und du? Andreas Lynch, glaube ich. Ja. Ich würde in seinen zeitlosen Texten leben wollen. In seinen Rap-Texten. Ja, das will ja jeder, aber das ist ja nicht. Gut, er malt mit Worten. Er malt mit Worten, ne? Ja. Aber nicht jeder Maler malt mit Pinsel. Kannst du mal die Armen. Ich bin der Rächer der. Der Kokos. Ja, egal, so erzählst. Kokosnüsse sind die strangeste Nuss der Welt, einfach. Du hast einfach so. Das ist wie so eine Flasche, wie so ein Saft. Da ist Saft drin. Da ist vor allem, da ist ja auch Luft drin, ne? Wenn du so eine Kokosnuss aufmachst, da ist ja Kokosmilch drin, aber auch Luft. Und ich denke mir mal, was ist das für eine Luft? Weil, ja, aber bei, also die Kokosnuss, die wächst ja nicht um Luft rum, sondern wie kommt die Luft da rein? Was, wenn man die einatmet, welche Luft atmet man dann ein? Was ist das dann? Ist das so Special Kokosluft oder ist es die Luft aus der Gegend, die da, wo die Kokosnuss halt wohnt? Ja, wir müssen da reinkommen, Nils. Wir sind nicht mehr die Alten. Es gibt so Kokosschnüffler. Die rammen wie so ein Eispickel die das in die Kokosnuss rein und dann schnüffeln die nur einmal dieses bisschen Luft, die da drin ist, weil das ist der schönste Duft überhaupt. Ja, weil den noch nie jemand gerochen hat. Genau, und weil der halt so angereichert ist von Kokos. Und das ist halt, du riechst, du wirst auch nicht fett davon. Das ist, du riechst Kokosnuss, du genießt die Kokosnuss, so verdichtet der Geruch, dass du fast, obwohl vielleicht wird man sogar fett davon. Ich kann mir vorstellen, dieser Duft ist so angereichert, wenn du zu viel einatmest, wirst du fett davon. Ja, stimmt, das ist gemein. So Fettlunge. So Carolinen-Kalorien-Luft. Ja, du kriegst eine Fettlunge.
Du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, entschuldigen Sie, Sie haben eine richtige Fettlunge. Der Arzt fragt dann, Entschuldigung, was haben Sie denn in letzter Zeit geatmet eigentlich? Ah, ich hab diese Kokosnüsse jetzt wie wild jeden Tag so 20, 30 Kokosnüsse geatmet. Ja, dann kein Wunder. Ja, und was jetzt? Was machen wir jetzt, Herr Arzt? Jetzt machen Sie gar nichts mehr. Sie haben jetzt eine Fettlunge. Jetzt war ich schwer im Kopf. Ach man, wir nehmen den beide nicht ernst. Weil das ist einfach nicht unsere Art von Gegner. Nee. Du bist halt kein Necron-Spieler. Bist du halt eben einfach. Ich bin was halt hast du gespielt damals? Portishead. Portishead? Ach krass. Ja. Okay, die sind ganz schön schwierig zu spielen. Ja, ich habe einen Plattenspieler gehabt. Dann ging das. Findest du es nicht auch irgendwie ein bisschen traurig, wie die da jetzt hin? Ja, das ist wirklich. Und dann ist da dieser Ninja und. Und ich bin von der anderen Seite. Guck mal, die sind wirklich in das Sandwich des Grauens geraten. Ich bin die untere Boulette, nee, wie sagt man? Brötchenhälfte. Und der ist die obere. Und wir zerquetschen die einfach mit unseren Sesamkörnern des Todes. Ich habe letztens über Sandwich Toast nachgedacht. Das glaube ich dir nicht, das ist doch einfach ausgedacht. Nee, ist wirklich so ein Sandwich Maker. Weil eigentlich sind Sandwiches aus Sandwich Makern immer geil. Und man denkt immer, das liegt daran, dass es heiß ist. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es so gepresst wird. Weil ein Sandwich Maker macht ja zwei Sachen: einmal erhitzen und einmal pressen. Und ich glaube, allein das Pressen ist schon was. Und deswegen habe ich letztens mir mal im Sandwich Maker ein kaltes Sandwich gemacht. Und hab den Sandwichmaker einfach nur als Sandwichpresse genutzt. Also einfach nur da kalt einfach meinen Toast reingemacht mit dem Belag. Und dann einfach schön gepresst mit dieser Klammer, wo wirklich einfach die einfach mehrere 10.000 Tonnen Druck drauf lasten auf dieser kleinen Plastikklammer. Aber die hält das aus. Und dadurch habe ich einfach mein kaltes Sandwich gepresst. Das war ein geiles Sandwich. Das glaube ich dir. Warum hast du eigentlich Sandwich und nicht... Oh, ist das nicht dieser Adlige, der das immer gerne mitgenommen hat zum Eselrennen? Lord Sandwich, oder? Lord Sandwich, ja, tatsächlich. Nee, es war nicht Eselrennen, glaube ich. Das ist was für die Leute, für die Pferderennen so aufregend ist. Nee, lass uns zum Eselrennen gehen. Weißt du, was mich nervt? Ich wollte noch ihm einen Schlag geben und er lässt mich nicht. Guck mal, er ist schneller als ich. Ja, der ist aber noch so viril, als wäre er heute Morgen aufgestanden. Ne? Ob der noch 10% HP hat oder alle... Aber der ist einfach, der hat Bock. Der lässt mich nicht mehr einen Schlag ausführen. Ninja. Ja. Wie so ein Pinguin-Applaus, so wie im Zoo. Wenn die applaudieren müssen, bevor sie einen Fisch kriegen, ist maximal gedemütigt. Bist eh schon gefangen in so einem kleinen Scheißbecken, wo du 3 Meter geradeaus schwimmen darfst. Und jetzt musst du auch noch applaudieren, sonst kriegst du nix. So, gib mir meine 1000 Seelen. Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Was? Wie der einfach da runterplatscht. Einfach einen Bauchplatscher gemacht. Oder hat er versucht zu fliegen? Meinst du, der saß das, da oben auf dem Dach? Das ist gut. Und hat die ganze Zeit, ja. Diesmal schaffe ich es, diesmal traue ich mich. Das ist gut. Platsch. Wie wahnsinnig mutig Vögel sind, ne? Ja. Die fallen aus dem Nest, ohne zu wissen, ob sie es schaffen. Und deswegen schaffen sie es. Also das ist, glaube ich, der mutigste Moment in der gesamten Lebewesengeschichte eigentlich. Vögel, die einfach darauf vertrauen, dass sie fliegen können, ja, und dann runterspringen. Und auch den richtigen Zeitpunkt ausmachen. Ja. Ja, absolut. Mir ist mal eine sehr mutige Ringeltaube ins Zimmer geflogen. Also nicht in mein, sondern das Zimmer meines Sohnes. Und dann komme ich da rein und auf einmal sitzt da so eine Ringeltaube, weil die ist dann, da war ein Baum direkt am Fenster. Und wir haben irgendwie eben damals im anderthalbsten Stock, das war so ein Zwischenstockwerk, also zwischen 1 und 2, das war so, vergiss was, egal. So wie bei Bean John Malkovich, so ganz niedrig. Nee, schon so hoch, aber schon oben, aber es war jetzt nicht exakt, es war ein bisschen niedriger als der zweite Stock, aber fast schon der zweite Stock. Siehst du? Mm. So. Und da war ein Baum direkt davor. Und das, da war... Ist das relevant für die Geschichte, ja, dieses ganze eineinhalb Stockwerk? Ja, ist wichtig, damit du die Höhe abschätzen kannst. Und da war, die Türen waren offen, die Fenster... Ich kann die Höhe nicht also abschätzen. Bodenhöhe, Fenster gehabt und Türen waren offen. Und dann kam da wohl eine Ringeltaube in ihrem Jungfernflug vom Baum runter und ist dann aber in das Zimmer meines Sohnes reingeflogen. Ja. Und dann saß sie da irgendwo auf seinen Spielsachen, hat die Hälfte auch zugekackt wahrscheinlich. Und saß einfach so nach dem Moment, ja, okay, das...
Das ist jetzt mein neues Leben. Das ist der nächste Evolutionsschritt. Das ist so, ja, das ist, wie wenn der Fisch aus dem Wasser an Land geht, geht die Taube aus der Luft in den ins Haus und sagt, das ist der nächste Schritt. So, das ist jetzt wohl offensichtlich, weil die wusste ja auch nicht, was passiert, wenn ich meinen ersten Flug mache. Die wusste ja nicht, dass sie da jetzt landet oder dass das vielleicht gar nicht so vorgesehen war. Ja, und dann, wie bist du damit umgegangen? Hast du dann? Dann habe ich ein Tuch genommen, ein Handtuch genommen, habe sie so vorsichtig so genommen mit dem Handtuch. Und dann wollte ich sie, dann war ich mir unschlüssig, ob ich erstmal in die Hand nehme, ob ich runtergehe und sie quasi ins Erdgeschoss, auf die Straße setze, oder ob ich sie ans Fenster setze, dass sie nochmal weiterfliegt. Ja, das dann, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Während ich überlegt habe, ich habe leider sie erst so genommen und dann angefangen zu überlegen. Mhm. Und diese 10 Sekunden waren ihr dann zu lang. Und dann ist sie durchgedreht. Obwohl ich sie wirklich zärtlich so genommen habe. Und dann hat sie sich gedacht, so, nee, jetzt. Und dann kam ihr Flugreflex, hat sie sich freigestrampelt und ist das Fenster runtergefallen. Und daher kommt jetzt die Höhe des Fensters wieder ins Spiel. Weil ich habe nur gesehen, ich weiß nicht, wie hart sie aufgeschlagen ist. Aber ich habe nur gesehen, sie ist dann irgendwie, als wenn nichts gewesen wäre, hat sie so getan. Ja, ja. Ist sie so mit ihren kleinen Ringeltaubenschritten einfach so durch die anderen Tauben so durch und ist dann aber in so einem Gebüsch verschwunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Moment, wo sie im Gebüsch war, sie angefangen hat, shit, fuck. So hing sie dann im Gebüsch. Und dann kam sie immer wieder raus, ey, alles okay, ist nichts passiert, was? Nee, ach, mach ich immer so, alles gut, kein Problem. Ja. Ach ja, aber wichtige Lektion auch für deinen Sohn, ne? Der merkt, flieg nicht zu weit vom Weg ab, mein Lieber. Ja. Sonst wirst du gehandtucht. Hier, gehandtucht. Ja. Oh, okay, kannst du nochmal gegen das Rad laufen? Sehr gerne. Das Rad ist, es hat super weirde, das kann man richtig rum... das ist so gut. Das ist eine gemalte Welt, ne? Nee, aber irgendwann hört's auf. Oh nein. Jetzt irgendwann hat er keine Lust mehr. Nee, jetzt klebt's einfach auf dem Boden. Es hatte vorher, klebt es nicht so wie jetzt. Ja, das hat seinen Bestimmungsort gefunden. Ah, na gut, dann soll es für ewig da sein. War ja nicht eine Leiter, die ich hinaufklettern möchte. Oh. Ich habe überlegt, was es noch für neue Zauber geben könnte. In dem Spiel. Ja, generell. Generell? Es gibt's, weil irgendwie ist es halt, Zauber ist immer irgendwie Frostbolt, also der Frostbolt, Kobold, den man beschwören kann, der Feuerball und so. Aber ich dachte mir, so ein Zauber, und da werden bestimmt 100 Leute schreiben, gibt's schon. Und zwar, du kannst, also jede Masse strebt ja auf einen Punkt hin, als Schwerkraft, ne? Also jetzt zum Beispiel, wir streben auf den Mittelpunkt der Erde gerade. Ja. Wenn wir da sind, dann hören wir auf zu streben und dann sind wir gut. Dann schweben wir im Streben. Dann schweben wir da mittendrin. Ja. Und jetzt, du hast einen Zauber, wo du diesen Gravitationszielpunkt von Objekten verändern kannst. Mhm. Also die haben immer noch Schwerkraft, aber halt auf einen anderen Punkt hin. Mhm. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dein Gravitationszielpunkt ist irgendwie jetzt da irgendwie auf dem Dach und dann wirst du so gegen die Decke gezogen. Ja, gibt's, glaube ich, wirklich schon. Habe ich, glaube ich, wirklich schon mal gesehen. Tut mir leid, dass ich dieser Typ sein muss. Aber wo hast du das gesehen? In. Jeder kann das sagen, das habe ich schon mal gesehen. Ja, lass mich mal überlegen. Vielleicht fällt's mir. Nee, das zählt nicht. Du musst es benennen können. Guck mal, ich habe wieder einen Wahnsinnigen mitgebracht. Ist runtergefallen. Oder ist er wieder auf dem Dach? Ist er auf dem Dach oder so? Ey, Nils, du bist manchmal wirklich so ein Traumhandtuch einfach. So, wo jeder Traum, den ich habe, jeder Wunsch, jede Leidenschaft, du einfach in einem kräftigen Handtuchdruck einfach erstickst. Du kommst einfach mit deinem Kreativhandtuch und sagst, nee, das gibt's schon. Gibt's schon. Gibt's schon. Warte, unten, da ist er. Mit seiner Hand. Die pauschelt da durch. Da wartet. Und der sagt auch so, tut auch gerade so, als wäre alles in Ordnung. Du, aber sobald wir wegschauen. Ich will eigentlich nicht derjenige sein, der das so sagt, ne? Aber ich glaube, was hältst du davon, wenn ich jetzt mal den Bogen raushole? Was hältst du davon, wenn ich jetzt das nochmal rückgängig mache und sage, das ist eine richtig gute Idee? Nee. Und ich glaube, das gibt's noch nicht. Wow, das hat sich richtig gelohnt, nochmal für die rostige Goldmütze hier runterzufahren. Guck mal, da ist er wieder. Rostgold? Rostgold. Wir haben auch gar keinen Bogen mehr. Guck mal, da steht er da oben.
Jetzt weißt du, jetzt tut er so. Ah, was mache ich jetzt? Also mein, der Hinterhalt ist, hat einfach nicht geklappt. Kommst du jetzt hier rüber oder was? Ich tue es jetzt, Florentin. Tu es. Es ist mir völlig egal, was du sagst. Das interessiert mich nicht. Ich bin ganz geheilt. Du musst dafür bestraft werden, auf eine oder eine andere Art. Hundertprozentig. Von deinem Blick, der mir sagt. Naja, einmal angetestet, okay, und jetzt? Und ja, er ist echt effektiv. Das ist echt spannendes Gameplay. Was sollen wir sonst machen? Ey, wir machen noch. Spielspaß, 10 von 10 Punkten hat dieses Game. Endlich, aber guck mal, er kommt jetzt. Also, kommt jetzt zu uns. Das ist wirklich nur für Fortgeschrittene empfohlen, dieses Game. So, und jetzt. Pass auf, und jetzt hauen wir ihn weg. Florentin. Guck mal, das ist doch hervorragend. Jetzt können wir ihn hier richtig geil. Der soll dich besiegen. Glaubst du ernsthaft, das ist eine schnellere Variante, als die gegeben hätte? Glaubst du das wirklich? Das ist eine bessere, schnellere, effizientere, geilere, spektakuläre, dominantere Möglichkeit, als die gegeben hätte, die ich hier gerade gemacht habe. Wir sind ja noch nicht fertig, da gab es noch viel anderen Scheiß. Aber wir machen erstmal die Tür hier auf. Natürlich lässt sie sich... Nichts lässt sich von dieser Seite öffnen, wir sind immer falsch rum. Immer auf der falschen Seite der Tür. Ey, was hältst du davon? Ein Zauber, der einen umdreht. Du meinst auf links oder so spiegelt? Ja, weil man auf der falschen Seite ist, denn der dreht einen einfach um. Und dann ist man auf der richtigen Seite. Oder du bist auf der richtigen Seite und er dreht dann um und dann bist auf der falschen Naja, Seite. Aber du meinst, du wirkst den Zauber auf die Tür und dann wirst du sozusagen von der Perspektive der Tür aus gespiegelt. Ja, dass du dann auf genau der anderen Seite der Tür bist, im gleichen Abstand und alles gleich. Nee. Aber du bist halt auf links. Denkst du engstirnig? Ich meine, dieser Zauber, es ist ein Zauber, ne? Zauber müssen sich nicht physikalischen. Nee, aber wir müssen schon einen Sinn haben. Ich glaube, nee, du denkst zu dünnlippig gerade. Ich glaube, du brauchst schon ein System. Du denkst zu viel. Der Spieler will dann genau wissen, ja, aber wie funktioniert das denn genau? Was passiert, wenn ich jetzt das machst? Das muss ein klares System haben. Ja, ich sag dir, was ich damit meine, ist, wenn du mit umdrehen, meine ich wirklich im Wortsinne umdrehen. Und zwar, wenn du zum Beispiel gegen Lord Voldemort kämpfst und dann machst du den Zauberer, ich dreh dich um, dann ist er auf deiner Seite. Seine Gesinnung hat sich umgedreht. Oh, das war sehr mächtig. Ja, es ist sehr mächtig. Ja, es ist ja, aber da überlegst du dir einen großen Endkampf gegen Lord Voldemort. Nach 7 Büchern stehst du vor Lord Voldemort und dann sagst du einfach, ja, du gehörst zu mir. Und Voldemort sagt, ja, okay, was machen wir jetzt? Und ja, genau. Dann geht ihr Eis essen oder was? So. Was ist das für ein Ende für ein Buch? Ja, aber wie geil ist das denn? Ist das wirklich geil? Ja, natürlich. Du wärst der Erste, der die Foren voll spammen würde und sagen, ah, das ist doch kein Höhepunkt, wo ist das? Das ist doch keine gute Geschichte. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist eine richtig geile Idee, weil es gibt ja noch einen anderen Zauberer, der nämlich zurückdrehen. Genau, und das ist nämlich, der eigentlich nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat bislang in der Geschichte. Ach so, der hat alle seine Skillpunkte in den Zurückdrehen-Zauber gespielt. Ja. Und alle haben sich gefragt, warum, Neville, warum machst du das? Und dann kann der aber den Voldemort zurückdrehen. Und dann ist es nämlich gar nicht mehr Voldemort, der eigentliche Star ist, sondern Voldemort ist sozusagen nur noch die Waffe, die mächtige Waffe. Wieso gehe ich hier eigentlich zurück? Und nur, das macht gar keinen Sinn. So, und dann ist hier dieser andere, sein Helfer da. Wie heißt nochmal dieser durchtriebene Helfer von Lord Voldemort? Da gibt's einige. Da ja, gibt's diesen Mann. Diesen einen, der so richtig scheiße durchtrieben. So ein, dieser Grima-Schlangenzunge-Charakter. Ist der nicht auch Lehrer irgendwann? Wie heißt er noch? Du meinst diesen Wandelboy, der sich in die Ratte von Ron Weasley. Rattenfinger oder Ratten. Ja, der ist. Krummfinger oder. Krummschnabel. Gerhard Krummfinger. Ja, aber dann gibt's da noch einen anderen. Dann gibt's ja noch. Den, der auch Verteidigung ja, dann, dunklen Künste macht. Ja, es gibt da noch den Vater von Malfoy, Lucius Malfoy. Ja, der ist nicht wieselig genug. Der will ja selber, der fühlt sich ja selber wie so ein Alpha. Ich meine, das muss schon so ein wieseliger Typ sein. Wen meinst du, der Verteidigung gegen die dunkle Künste gemacht hat? Ja, der auch in seinem, der sich den Kopf geteilt hat mit Lord Voldemort. Professor Quirrell. Ja, das kann sein. Ja, aber der ist ja nicht, stirbt ja sofort im ersten Buch. Der ist ja nun ein ganz winziger Miniboss. Ja, ist ja wieder Wolfsmann. Aber stell dir mal vor, wie springt man denn nochmal? Achso, jetzt stell dir mal vor,
Der hätte die, das Einzige, was der kann, ist umdrehen. Ja. Den Umdrehen-Zauber. So. Das ist immer praktisch, weil wenn er sich umdreht, ist er ja auch Voldemort. Genau. Er hat ihn ja auf dem Hinterkopf. Und dann ist Voldemort ist natürlich eigentlich der mächtige Typ, ne? Aber dadurch, dass er diesen Umdrehzauber macht, ist er eigentlich der mächtige Typ, weil er kann Voldemort umdrehen. Und dann kommt Harry Potter und sagt, ey, ich drehe dich um. Wie wäre der Zauberspruch? Was heißt umdrehen? Was gibt's in Latein? Lateinisches irgendwas? Versio. Versio. Versio! Zack. Nee, das reicht ja. Versio. Das ist ein kurzer, mächtiger Zauber. Ja. Versio! Und dann macht er die ganze Zeit nur Versio! Und dann kommt Quirrell. Versio! Aber dreht Quirrell dann den Voldemort um oder Harry Potter? Das geht hin und her. Dass die sich dann tauschen, dass plötzlich Harry Potter der Bösewicht ist. Genau. Und Voldemort, wir wechseln die Perspektive zu Voldemort. Und dann sagt Voldemort aber wiederum zu Quirrell. Versio! Und dann ist Harry Potter, sagt dann aber zu Voldemort, Versio. Und dann sind Harry Potter und Voldemort böse, aber dann sagt Quirrell, das wäre echt ein besseres, Versio. Das ist echt ein besseres Ende gewesen. Und das ist dann so ein 10-tägiger Kampf, bis irgendwer an der Erschöpfung stirbt. Ich kann mir das gut vorstellen. Und dann ist die Frage, wo endet der Kampf? Also wie ist gerade die Konstellation? Ja. Nee, ist echt spannend. Jetzt hast du es endlich verstanden. Da könnte man auch so viele Sketche machen über Quirrell mit Voldemort auf dem Hinterkopf. Ja. Wie die irgendwie im Lehrerzimmer von Hogwarts stehen und Voldemort immer so, und er so, was? Und er so, oder Voldemort immer so, hey, was für ein Vollidiot. Und er so, was hast du gesagt? Der will immer die Antwort geben, wenn er fragt, ja, genau. Was braucht man gegen einen Kurzelnapf? Voldemort so, easy, zwei Alraun und Würselkraut. Weil der einfach so ein, ich glaube, Voldemort ist schon so ein ehrgeiziger Klugscheißer-Typ. Ja, klar. Ist irgendwie an der Decke oder so? Nee. Der könnte das nicht ertragen. Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Man müsste eigentlich nochmal Harry Potter an der Ständerweisung angucken, nur mit dem Hintergrundwissen, dass Quirrell die ganze Zeit noch so einen Typen hinten ran hat. Yeah. In jeder Szene einfach noch so ein Typ. Der ist ja auch, wenn der Troll einbricht und so, ist der ja auch dabei. Ist der auch dabei, fällt in Ohnmacht, ne? Wo der auch sagt, sorry, ich bin Lord Voldemort, ich kann noch einen Troll besiegen, du nicht. Ja. Es ist halt richtig peinlich. Auch für ihn mega awkward einfach, dass er immer Angst hat und wegläuft. Aber und Voldemort immer sagt... Aber ist er denn von alleine eigentlich in Ohnmacht gefallen oder war das nur so, hat er nur so getan? Ja gut, das ist jetzt natürlich was für die Appendices. Weil, ich meine, er wollte ja nicht helfen, ne? Weißt du? Ja. Er wollte ja... Igitt, seid ihr ekelhaft. Ihr seid ekelhafte... Ich glaube, allein wenn du so eine Sketch-Serie machst, Hogwarts Lehrerzimmer, wo du den sprechenden Hut hast, du hast Quirrell, der irgendwie immer so, irgendwann wissen auch alle, dass der was am Hinterkopf hat und so. Aber er bestreitet es immer. Nein, da ist nichts. Ich hab meinen Arzt. Nee, das habe ich gesagt. Funke Dieter, die. Ja, alle wissen, dass Voldemort da hängt und er tut immer so, als wenn das nicht ist. Die Lehrer sind aber auch fest an Häuser gebunden. Oder gibt es da auch Vertretungslehrer aus anderen Häusern? Ja, gibt es ja auch. Snape hat doch zum Beispiel, Snape ist der Slytherin und der hat ja auch Tränke unterrichtet. Ja. So. Stimmt, die Klassen sind gemischt, was die Häuser angeht, ne? Ja, die Kurse sind gemischt. Ja. Also da kommen wir nicht durch, das finde ich eine Frechheit. Ja, in dieses Mausoleum wollen wir aber rein. Und... Ich finde aber immer noch diesen Teleportationszauber nicht so schlecht, dass du ein Ziel sagst und dann wirst du an dem Ziel auf die andere Seite teleportiert. Ja, gibt's den Zauber wirklich? Nee, noch nicht. Finde ich das auch eine gute Geschichte. Ich meine, das ist so ein Zauber, der halt viel zu Diskussionen einlädt, weil der Spielleiter sagt dann, ja, aber dann bist du jetzt in der Wand gefangen. Der Spielleiter sagt, ja, aber das wusste ich ja gar nicht, ich habe mir das anders vorgestellt. Ja, hab ich mir. So, und dann hast du halt ewig Diskussionen. Natürlich auch. Ja, ich hasse dieses Diskutieren immer. Mhm. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn man dann versucht, so irgendwie mit schlechten Argumenten noch einen winzigen Vorteil rauszuhandeln dem Spielleiter gegenüber, das ist einfach nix. Gibt's hier, das ist der Koch. Das ist der NSC. Das ist der von eben. Ich überlege, ob es hier irgendwo noch raufkommt. Ich habe mich schon wieder ein bisschen verlaufen. Da gab es diese eine Situation mit der Leiter, die finde ich jetzt nicht mehr. Ich überlege gerade, ob man da... Da ist nämlich die Leiter. Da kam ich aber von der anderen Seite. Von da hinten kam ich nämlich. Geht was? Guck mal, da hängt noch einer. Da unter der Brücke, siehst du? Mhm. Das war der erste, genau, das war der erste mit Clown Hansmann. Aber genau, wir haben jetzt das neue Bonfire. Also ich gehe nochmal diesen Weg entlang. Wo kam ich denn die Leiter da hoch? Hier war das doch irgendwo.
Wo bin ich denn lang gegangen? Guck mal, da ist noch, da sitzt noch einer. Da lebt noch einer. Nee. Wer hat da gerade geschnattert? Lohntin, hat sich auch gerade einer geschnattert. Und vielleicht von unten? Oh, guck mal, diese Eisklippe. Oh, das ist so gefährlich. Das ist so eine enorme Rutschgefahr hier. Da ist Endboss-Areal immer noch. Ja, einmal wurde ich da schon runtergekloppt. Na, da sitzt er. Wie awkward, dass wir ihn gesehen haben. Ja. Und er tut jetzt so. Du musst es durchziehen, du kannst auch nicht sagen, so, ich pack meinen Hut, pack meinen Rucksack und jetzt geh nach Hause. Wenn du einmal gesehen wirst, geht auch nicht. Das geht nicht. Ich werd zu ungeduldig für so irgendwie so einen Hinterhalt oder so. Du wärst kein guter Sniper, ne? Nee. Oh, aber das sieht gut aus. Ja, das ist neu. Ja. Hier war, das sag ich doch, du bist gut im Erkunden. Du findest sowas, ich hätte das nie gefunden. Da war dieser Typ, der uns angegriffen hatte, deswegen musste ich da zu einer Zeit zurückweichen. Aber da unten ist auch noch ein Item drin, da war auch noch nicht alles gemacht. Aber obwohl, ich habe mal gelesen, dass so sibirische Scharfschützen und so, dass die Schnee in den Mund tun, damit man ihren Atem nicht sieht. Mhm. Und das mache ich selber auch manchmal. Also da habe ich gelernt von Scharfschützen. Ja, das ist auch gut. Das sind diese kleinen Tricks. Guck mal, hier mal. Kleine Details, die man im Alltag auch anwenden kann. Wenn ich nicht gesehen werden will, dass man meinen Atem sieht. Fällt man hier runter? Nee. Kann man das machen? Guck mal, jetzt sind wir endlich auf der richtigen Seite. Von hier können wir das Tor aufmachen. Oh, das sieht aber einladend aus. Wie das schöne warme Licht da so. Wie kann man denn in dieser Gegend wohnen und keine Fenster haben? Sorry, aber das ist da wirklich, also, das Dümmste, was man machen kann. Du kannst ja auch das Haus sparen, wenn du keine Fenster hast. Nils. Nils. Was? Ich mach da überhaupt nichts. Nils! Was denn? Ich mach doch wahrlich nichts. Was soll hier... Oh Gott, ist das erbärmlich. Ist das erbärmlich. Was macht er denn jetzt? Kommt er jetzt mehr rauf? Das erbärmlichste, das ich je gesehen habe. Wo ist er denn jetzt? Also wirklich... Das ist wirklich das dünnlippigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das Wort, du als Beleidigung etablierst. Mit welcher Hartnäckigkeit. Also, nee. Ja, und jetzt? Jetzt ist er richtig aufgeschreckt. Wäre doch viel besser gewesen, wenn du einfach auf den draufgesprungen wärst. Ja, wär's auch. Aber dann hätte ich nicht so viel Spaß mit dir gehabt. Mm. Provoziert. Ist ja auch wichtig. Komm, außerdem hätte ich das nicht gemacht. Okay, tschüss, Party ist vorbei. Der Hauptgang muss ja mit dir machen. Ja, geht's doch. Lass dir Zeit, Kollege. Lass dir Zeit, mein Freund. Shotgun freigeschaltet. Ja, aber das wollten wir doch. Wenn ich jetzt sterbe, ist egal. Shotgun ist freigeschaltet. Das ist das Wichtigste. So. Sind die jetzt zu zweit oder ist einer sich verpieselt? Gibt's da Rezepte für diese Flasks eigentlich? Dass man die selber brauen kann irgendwie? So dieses bernsteinfarbene. Was ist das denn? Das könnte man vielleicht so einen leckeren Apfeltee oder sowas machen? So mit der Farbe vielleicht? Apfeltee, oder? Zimt, ja. Aber Zimttee ist schwer. Wieso? Weil Zimt, das muss sich immer an irgendwas binden. Das ist nicht so gut allein im Wasser. Du hast aber so ein bisschen, du hast neulich bei alles Mögliche falsch schon so Zimt gedroppt. Also Zimt ist super, ich ärgere mich, beste Gewürz, eigentlich hätte ich Curry nehmen sollen. Weil dann hätte ich sagen können, Curry ist so gut, dass es alleine ein Gericht beschreibt. Ja. Meine Güte. Können wir dann mal ganz kurz jetzt mal die Schnauze halten, dummes, nervige Vieh. Das ist schon fast ein Endboss. Egal, ich habe den Shortcut freigeschaltet. Hast es geschafft. Du kannst einfach durchlaufen jetzt. Nibo. Ich mir richtig Mühe gegeben habe. Ja, du hast es richtig gut gemacht.
Gut erkundet. So, jetzt bin ich auch hundertprozentig bei dir. Mein Kaffee ist leer, das nervt mich richtig. Nemo. Na, weißt du noch, wo es lang geht? Richtig. Über diese geländerlose Brücke. Die haben doch auch einen eigenen Namen, oder? Geländerlose Brücken. Guck mal, da sind unsere Items. 10.000 Mark. Da sind jetzt 3 von denen übrigens, ne? 2 in der Kirche. Ja, die muss ich jetzt alle... vorbeilaufen. Ja, aber wohin? Tja, das ist natürlich die Frage. Einfach aufs Friedhofsgelände rauf. Das ist auch wichtig, dass du dieses Jauchekügelchen noch mitgenommen hast. Jauchekügelchen? Kannst du die Leiter hoch vielleicht, wenn du dich retten willst? Weiß ich nicht. Die sehen mir wie recht gute Kletterer aus, diese Gesellen. Nein. Guck sie dir an. Ninjas klettern nicht. Das trauen die sich so. Das ist so ein Ehrenkodex. Ja. Ninjas klettern nicht. Ninjas klettern. Von da bist du ja gekommen, richtig? Da hinten, schau mal, da ist nämlich noch so ein Pantheon da hinten. Da ist eine Tür offen sogar. Dann haben wir natürlich diese Kathedrale noch nicht gereinigt. Gibt's bestimmt geheime Items. Wände in der... Ja. Oh. Ja, nee, das war auch eine gute Idee. Da ist ein Brunnen. Da siehst du die Hände? Da ist einer in dem Brunnen drin, das Schnabel. Ah, guck mal, wie der Schnabel da rauspiekt. Guck. Piekt. Rauspiekt. Nee, das ist aber ein NSC, glaube ich, oder? Rede mal, kannst du mit ihm reden? Nee. Oh, der hat sich da. Weißt du was? Der hat sich da versteckt. Der hat sich versteckt, weil er Angst hatte vor den anderen. Aber ist es so ein Running Gag in Dark Souls, dass immer die in den Brunnen irgendwas ist? Naja, wir hatten einmal ja. Hatten wir doch die Situation mit diesem Zwiebelritter, dass der in dem Brunnen war. Ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, bei Dark Souls 1 oder was Dark Souls 2, da gab es auch so einen Brunnen. Da war auch irgendwas. Egal. Ja, aber das ist ja auch. Ist das nicht auch eher so ein Fantasy-Klischee? Dass in Brunnen immer irgendwas ist? Gab es nicht damals schon der Frosch mit der goldenen Kugel und so? Ja. Also, Brunnen ist immer. Weißt du, weil es geht immer tief hinab. Geheimnisvoll, ja. Und ist geheimnisvoll und die Leute haben natürlich. Das kann man auch metaphorisch einfach gut verarbeiten, so ein Brunnen. Was ist das? Überall sind Grabsteine, ja. Was ist da drin? Oh! Was? Lebenbaum. Oh, Vorsicht! Lebenbaum! Lebenbaum! Oh, oh, oh. Wie die auch mal so säuseln, ne? Da sind noch mehr von diesen Dingern. Sind traurig. Und jetzt hinein. Ah ja. Hinterhalt. Oh. Naja, die hat sich da. Die kann ja durch die Wände grapschen. Oh, warte. Hör mal. Jemand redet. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon us. Das ist ja fantastisch. Er ist ja voll der hochnäsige Typ. Weißt du nicht, dass wir bereits schon der Endboss sind? Hat er gerade gesagt, you lack the skills? Okay, alles klar. Im Inneren des Gemäldes kann die Neugier den Tod bedeuten. So, das ist unser Ziel für heute. Den müssen wir besiegen. Den machen wir platt, den machen wir lang. Mir ist nicht Angst und Bang. Wir können das den ganzen Tag machen. Ich wünsche dir viel Fun, los geht's. Wie findest du mein Rhythmusgefühl? Sehr, sehr gut. Ich laufe schnell hin. Meinst du, du kannst nicht singen, aber also Instrumente oder so, ist das was, wo du dich siehst? Also auch so DJ scratchen oder so? Bratsche kann ich. Bisschen Bratsche? Ja. Na gut, das kann ja jeder. Mach mal weiter, das interessiert mich überhaupt nicht. Wo bist du, dicke Mann? Ja, egal. Kenn uns nicht, bleib wo du bist.
dem jetzt nochmal dieselbe Predigt hält. Das passt auch. Das komm her, Homoi. Oh, wir sind wieder in der Bibliothek. Die mag ich immer gern. Wilhelm. Nee. Ah, Mann. Ah, schwer zu lang. Okay, ich wusste nicht, dass das nicht unterbrochen werden kann. Was ist das denn? Was kann man dagegen machen? Denk mal nach, geh mal in dich. Nee, ich glaube, man muss einfach abhauen. Ich bin ja in ihn rein gerade. Und weil ich habe in diesen Zauber reingeschlagen, weil davor, ich dachte, ich kann den Zauber unterbrechen, kann ich aber nicht. Aber woran erkennt man den Zauber? Ja, da kam, was war das, so eine lila Kugel oder was hat er da gemacht? Lila Kugel. Ja. So sah das für mich aus. Lila kugelig im weitesten Sinne. Und dann macht er diesen Heilzauber, da muss man dann schnell hin, damit er sich nicht wieder durchheilt. Ansonsten kann er nichts. Das war jetzt diese eine Aktion. Wieder mit einem Prankenhieb. Und ach nee, du hast doch, guck mal, was du da im Kopf stecken hast. Ach Quatsch, das ist ein kleiner Kratzer. Du hast, nee, das, ich freu mich nicht ernsthaft, du hast was Richtiges im Kopf gerade gehabt. Du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen damit. Ja, dieser. Das war zu schnell. Der macht finito einfach, oder was? Das ist ja verrückt. Das haben wir noch nie gesehen, eine Attacke, die wirklich einfach dich umbringt. Nee. Egal, wie viel HP du hast. Nee. Wow. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht mit mehr HP zu verhindern ist. Weil es ist ja Add-on, also wir gehen natürlich davon aus, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir leveltechnisch dastehen. Ach, ich würde sagen, wir stehen ganz gut da. Wir haben auch nie gefarmt oder sowas, ne? Ich glaube, echte Souls-Spieler, die farmen alle. Wenn du nicht farmst, dann bist du eigentlich kein echter Souls-Spieler. Infarmer. You know, so did listen to me, see me playing. And he keep him warm now. Must it up. Some of them are playing. Er ist eine gute Sketch-Idee. Also ein guter Gaming-Parodie-Song für Game 2 oder so. I'm a farmer. Aha. Ich sammle alles ein, was es gibt. Ich sammle Gold und XP. Sowas. Also so ein Marc Lehmann kann da locker auch einen fetzigen Text dazu machen und so. Ja, Marc Lehmann ist ein richtig guter Sänger. Mal wie er es immer wieder versucht, ne? Jetzt! Lederkugel! Stark! Lederkugel. Stark ausgewichen. Stark, Nils. Das war wie bei Rocky gerade, Doppelschlag. Nein, lass mich doch mal. Lederkugel, Liku. Diese ganzen Tische hier. Die nerven mich. Der hat auch wieder so mehrere Optionen, ne? Ja, der hat halt Zauber, ne? Ich bin doch wegge... Nein! Achtung! Ah, ja, ja. Aber das ist ein Tanz, das ist ein Tanz des Todes. Doppelschlag. Vielleicht will er sich wieder heilen. Na, gut. Du Schweinemann, mir ist schwindelig, dir auch? Okay, er macht einfach mal eine Ansage. Okay, das war lustig. Okay, er macht einfach mal eine Ansage. Das hat mir gut gefallen, einfach mal Kick. Dann trete ich dich halt, bleib stehen. Kannst du, wenn es geht, ein bisschen weiter vorne sterben, damit es leichter ist, deine Seelen einzusammeln? Oh ja, unbedingt. Das wäre echt nett. Das hättest du jetzt aber auch mir sagen können. Wieso sagst du mir das denn nicht? Ja. I wanna know what love is. That's how you live it.
This is how you live your life. This is life in Du bist jetzt nur wegen Informer, bist du jetzt wieder in diesem frühen 90er-Ding ja, Mann. Drin, oder was? In diesem, ja, bin ich. Frühe bis mittlere bis späte 90er. Es ist die beste Musik einfach. Das beste Musikzeitalter. Ich weiß, du magst es nicht. Du bist einer dieser Typen, die voller Verachtung auf Menschen gucken, die auf der Tanzfläche zu 90ern dancen. Ja. Ich weiß es, weil ja. du magst nur Ska-Musik und wirklich inhaltsvolle, lehrreiche Musik wie Beethoven. Aber ich stehe dazu. Das war die große Zeit der Musik. Das gibt's doch heute gar nicht mehr. Es gibt auch keine Wanted Wonder mehr. Gibt's alles nicht mehr. Gibt keine Plattenfirmen mehr. Gibt eigentlich keine Musik mehr, ja? Es gibt kein Musikfernsehen mehr. Früher, wenn du irgendwie einen guten Song hattest und hast ein Musikvideo dazu produziert, dann hast du das MTV geschickt und hat MTV das rauf und runter gespielt, wenn es gut war. Und dann warst du einfach ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau. Heute gibt's kein Musikfernsehen mehr. Wie sollen heutzutage noch vernünftige One-Hit-Wonder entstehen? So über Spotify oder was? Gibt's doch einfach nicht mehr. Nennen wir mal einen One-Hit-Wonder aus den letzten 2 Jahren. Gangnam Style. Nee, das ist ewig her. Gangnam Style ist doch nicht die letzten 2 Jahre. Wobab Gangnam Style. Und da muss man dazu sagen, dass der Typ auch in Südkorea eh schon Superstar ist. Ne? Also der ist kein One-Hit-Wonder, der war weltweit ein One-Hit-Wonder, ja. Wupp, wupp, wupp. Aber auch da Musikvideo. Gab's ein Musikvideo? Ja? Yeah. Absolut. Wupp, YouTube ist das neue MTV. Das habe ich damals vor 20, und du bist 20 Minuten schon gesagt. Vorsicht, Krapsch! Stark! Heilung erheilt. Ich kann mich auch heilen. Ja, aber ich glaube, in dem Fall hat er die bessere Energiebilanz. Weil er hat, glaube ich, nicht eine begrenzte Anzahl Flasks. Er kann das die ganze Zeit machen, wenn man ihn lässt. Du hingegen. Da war wieder der Kick. Hast du gesehen? Da wollte er dich wieder demütigen. Bob Gangnam Style. Hop. Wupp, wupp. Meinst du, diese Bücher, die da auf so einem riesigen Stapel liegen, dass das alles dasselbe Buch ist, was sich schlecht verkauft hat? Ja, das ist ein Roman, deswegen ist er auch so vergrätzt und aggressiv, dass sich sein Roman nicht verkauft. Dein ganzes Geld in die Vorproduktion des Buches gesteckt. Damals gab es ja, ich weiß nicht, ob es da schon Buchdruck gab, aber es ist auf jeden Fall sehr teuer gewesen. Er hat sein ganzes ritterliches Vermögen eingesetzt, hat eine Hypothek auf die Familienburg aufgenommen. Und es hat einfach kein Schwein interessiert. Niemand hat dieses Buch gekauft. Deswegen ist er auch so pissed. Deswegen kommt er auch so an und ist direkt so auf Krawall gebürstet. Wenn wir reingekommen wären, hätten gesagt, hey, Sie sagen, sind Sie nicht Sir Willem, der Autor des Buches Mein Leben? Eine Autobiografie von Sir Willem. Ich will mir gerne mein Exemplar signieren lassen. Meine Frau liebt sie. Meine Kinder heißen alle, sind alle nach Ihnen benannt. Sir Willem 1 bis 17, alle Kinder. Die sind mein größter Held. Dann hätte er doch ganz anders reagiert, oder? Wenn du ja, die Dialogoption gab es halt leider nicht, ne? Wenn du an die Eitelkeit von Leuten appellierst. Jetzt ist der Buchstabe weg. Ach, Florian. Ich war so abgelenkt davon, dass der Buchstabe schlagartig verschwunden ist. Das ist sein gemeinster Trick. Er hat so einen Assistenten, der unten, der hatte die Klappe. Und wenn er sagt, so, jetzt, dann macht er die Klappe auf und dann fallen alle Bücher unten rein. Und ich sag, wo sind denn die Bücher hin? Und zack, hat er mich. Oh, scheiße, Mann. Das ist ein Gemeinling, ist das, Sir Willem. Ich hasse Sir Willem. Sir Willem, ich komme, um dich zu töten. Du hast Florentin umgebracht. Jetzt bringe ich dich um. Ich schleiche mich einfach in diese Prozession an Raben. Wenn ich jetzt noch ein bisschen... Kra, 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 kra. Stell mir vor, dein Magen wäre außerhalb von deinem Körper. Den hättest du immer so als Beutel dabei. Das wäre schön. Und dann auch transparent. Also, dass man auch immer sehen kann, was man gerade... Oh, ich sehe, Sie haben gerade ein Brötchen gegessen. Mit Salami, ist ja widerlich. Wissen Sie denn nicht, dass man kein Fleisch mehr isst? Warte, ich muss aufhören zu reden. Sonst bin ich innerhalb kürzester Zeit tot. Aber der also ist auch geil. Der Bücherberg verschwindet manchmal schlagartig. Ich muss mal kurz wieder meine Gedanken balancieren. Aber wie du so schön gesagt hast, jetzt haben wir keine Seelen zu verlieren, jetzt sind wir frei.
Ich kann so ein bisschen hin und her wackeln, ne? Du hast ein bisschen Spielraum, ja. Anders als die Welt, die, wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät, Dann war's das. Einmal falsch gelenkt, Aquaplaning und die Welt schlingert. Schlingert. Die nächsten 200.000 Jahre. Nein, nein, nein. Na! Wie kann man nur so... Was? Nein, das mach ich nochmal. Wie kann das man geht nur nicht so dumm sein? Stell dir mal Folgendes vor. Dass sich die Erde kreist um die Sonne. Mhm. Und in der exakten Verlängerung der Linie befindet sich ein Parallelplanet. Genau wie die Erde. Genau gegenüber. Und wir können ihn nicht sehen, weil der immer exakt hinter der Sonne ist. Okay. Egal, wie der genauso die gleiche Bewegung hat wie wir. Mhm. Und er ist nicht nachweisbar. Aber dort leben auch Lebewesen. Und irgendwann schicken die mal eine Sonde los oder so, um die Sonne rum. Mhm. Und dann kommt da so eine Sonde um die Ecke geflogen. Und dann fragen wir, ist das eine von uns? Nee, das ist nicht eine von uns. Aber die ist technologisch so schwach, dass die gar nicht von weit weg kommen kann. Ja, und dadurch, dass die auf der anderen Seite sind, sind die so das genaue Gegenteil von uns, oder was? Dass die alles genau andersrum machen. Die sind sehr schlecht alle in Dark Souls. Genau. Und stell dir mal vor, einer von denen hat einen Zauber. Mancher macht den 2, manchmal macht er 3. Das ärgert mich immer, wenn man denkt, man hätte es verstanden. Aber dann sagt er, dann macht das dann nochmal anders. Schade, dass du gerade nicht zugehört hast. Sorry, sag's nochmal. Ich musste gerade meine Wut. Guck dir das VOD einfach an. Dann wirst du denken, ach scheiße, ich habe ihm gerade richtig was ruiniert. Und dann wirst du dich schlecht fühlen. Vorsicht! So, jetzt hau ihn einfach weg. Oh, Krapsch, Vorsicht. Gut. Sir Willem, ey, jetzt gib ihm mal keine Ruhe mehr. Hau ihn einfach weg. Jetzt macht er wieder seine 3 Rollen da. Ja, sehr gut. 3, wir haben eine Rolle, das. Vorsicht, Grabsch. Stark. Doppelgrabsch. Wir können einfach den Doppelgrabsch ausführen. Sir Wilhelm. 1, 2. Der ist ja nicht mal ein Endboss. Manchmal 2, manchmal 3. Kann man nicht wissen. Random. Ich würde gerne die Geschichte von Sir Wilhelm kennen. Jetzt hat er dich wieder getreten. Wow. Ich glaube, wenn du so eine richtig tiefe Stimme hast wie Sir Wilhelm, dann ist es scheißegal, was du sagst. Die Leute sind allein aufgrund der Phonetik so begeistert. Du könntest einfach alles sagen. Das ist ja eigentlich völlig wahnsinnig. Und Grabsch. Gut. Sieht gut aus. Ja, jetzt hast du ihn richtig in die Ecke gedrängt. Mal mehr, er weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Grabsch! Wie das Pad in Todespein vibriert. Ja, man darf nicht zu gierig sein. Ne? Man muss halt nach 2 Angriffen immer noch gucken, kommt der 3. ja oder nein? Ist es eine Trilogie oder ist es nach 2 abgebrochen, abgesetzt oder nicht? Bekommen wir noch das Ende dieses tollen Character Arcs, das wir genießen oder nicht? Und dann einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Sir Willem. Ich bin unter meinem Helm und ich sage schlaue Sachen. Die klingen alle total dramatisch. Ich bin Sir Willem. Gibt's bestimmt irgendein Monty Python-Sketch oder so, wo die Ritter immer nicht zu hören sind. Ja. Und bei den Helmen. Was? Also was? Was nochmal? Sorry. Sie müssen ihren Helm abnehmen. Ja, na gut. Und tot. Aber wir hören auch nichts. Man muss immer so ganz nah rangehen und den so in so ein winziges Loch reinbrüllen, das sie an ihrem Helm haben. Das ist... Was? Ey! Nee, das war gemein. Ey, ich kann nichts mehr machen hier. Ich kann mich nicht bewegen. Ey! Hallo? Nein! Du hast es gesehen! Der hat Tricks drauf.
Der ist gemein, der hat Tricks drauf. Du hast gesehen, das Pad hat nicht mehr funktioniert. Ich hab wild gewählt. Passiert manchmal, Nils. Ne? Das zählt nicht. Nein, Krapschel weg, das zählt nicht. Das zählt nicht. Nimm deine Finger weg. Deine gierigen Clown. Lass sie zu Hause. Das geht halt immer noch nicht. Siehst du? Warte mal, warum nicht? Ist irgendwas. Oh, jetzt, Achtung! Die Maus! Oh, okay, wir müssen Maus und Tastatur spielen! Die Maus, Moment, haben wir. Ja, man kann es mit Maus und Tastatur spielen. Aber haben wir diesen Knopf gedrückt aus Versehen, der umschaltet von einer Peripherie auf die andere? Das glaube ich nicht, also. Techniker! Ich bin der Techniker! Hey! Wir haben echt, Ich kann gar nichts machen. Kannst du? Vielleicht mal. Sag mal, was hat der für Fähigkeiten? Der kann einfach die Steuerung ändern. Das ist ja wirklich hier verrückt. Das ist ja Next Level Gaming. Ich hab mal neu connected. Finde nicht. Das ist Next Level Gaming. Das ist Next Level Gaming. Das ist ein Gegner, der einfach deine Steuereingabe ändert. Ein bisschen Metal Gear. Solid-mäßig der Typ, der auf die Memory Card zugreift. Absolut. Wir haben alle Game One gesehen. Ja, wir haben es alle gesehen. Was? Welche Folge? Die Folge, die 10 weirdesten Videospielmechaniken. Habe ich alles gesehen? Nee, ich kenne mich aus mit Videogames. Ich habe das mal als. Psycho Mantis. Als bei Gaming Fights ging es um, was das beste Easter Egg. Habe ich das genommen. Ist aber kein Easter Egg. Das haben die anderen auch gesagt. Die haben gar nicht mit mir diskutiert. Die haben einfach gesagt, das akzeptiere ich nicht. Ja, das ist eigentlich Aufgabe der Redaktion, dann zu sagen, pass auf, das wird dir um die Ohren fliegen. Ja, hat aber. Und dann habe ich mir gedacht. Ist kein Easter Egg. Okay, da war ich jetzt, habe ich mir gedacht. Okay, ja, Easter Egg so ist vielleicht etwas Optionales, was man finden kann, aber nicht muss. Ja, aber das ist das nicht da. Diese auch. Spielmechanik musst du knacken, um den Boss zu töten. Ist das so? Ja. Das ist kein Easter Egg. Ich habe es extra selber nie gespielt, glaube ich. Ey! Florentin, mach doch mal jetzt was! Du sitzt hier rum und trinkst nur. Wir haben hier noch einen anderen Controller. Mein Gefühl ist, du machst hier einfach nichts. Du machst nicht genug, ist mein Gefühl. Ja, der scheint nicht mehr verbinden zu können. Ja, wir brauchen einen. Warte, welcher Rechner ist das? Komm, wir sind doch Gaming-Freaks. Wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das hin. Pass auf. Ich suche hier einfach mal das zugehörige Kabel. Wir sind doch Gaming-Freaks. Soll ich mal das hier einstecken? Was ist denn das hier? Was ist das? Steck mal ein willkürliches Kabel. Ja, das sieht gut aus. Ja. Hallo? Kannst du dein Auto noch umstellen? Ja. Klar. Was nein, muss nein. umgestellt werden? Müssen wir kurz mein Auto, habe ich dir ja eben erklärt. Ach, das Auto. Aber das können wir ja nutzen. Ah, Nils hat nämlich sein Auto so geparkt, dass die halbe Firma nicht mehr ausparken kann, weil ihm das egal ist, weil er sich für wichtiger hält als all die anderen Mitarbeiter, die hier so einen harten Job machen, wie zum Beispiel unser Martin hier, der dieses Problem kümmert. Was ist hier los? Was ist das Problem? Meine Vermutung ist einfach, dass die Akkus alle waren. Akkus waren leer. Das alte Problem, das alte ja, Dark Souls Problem. Also. Ja, wenn es noch leuchtet, gehen wir nicht davon aus, dass es der Akku ist. Ach so. Aber du hast wahrscheinlich recht, ja. Guck mal, ist doch herrlich. Deswegen war wahrscheinlich auch die Eingabe so ein bisschen verzögert, deswegen war der Boss so ein bisschen schwierig, weil so ein bisschen der Akku schon so geschwächelt hat. Deswegen, jetzt, vielen Dank, Dankeschön, Martin. Vielen Dank, Martin. Oh, Nils ist so, wäre so böse, wenn ich den Boss jetzt besiege, während er nicht da ist. Oh, da wäre er bestimmt wütend. Hey, hallo, Simon. Nee, nur technische Schwierigkeiten. Kein Problem. Oh, ich mach den jetzt alleine und dann kommt Nils rein und dann wird er sich richtig ärgern. Oh, Achtung. Ich spiel jetzt einen Streich. Achtung, ihr seid jetzt ganz kurz bei inoffiziell reingeprankt gerade. Es darf natürlich nichts falsch laufen. Das ist natürlich das ultimative Prank-Mode, weil das ist das, was Nils gar nicht mag, wenn eigentlich er dran ist und ich den Sieg einfahre.
So, ich muss mich kurz konzentrieren! Gib mir den edlen Trank! Treff ihn nicht. Aber ich will nur gucken, dass er sich nicht heilt. Fuck, fuck. Ich dachte, er heilt sich, wenn er wenig HP hat. Nee, ich warte auf Nils. Das ist nicht fair. Wir sind so weit zusammengekommen, das wäre jetzt echt unfair, wenn ich das jetzt alleine machen will. Und das, also ich meine, das ist ja blöd, wenn er dann reinkommt, während er mitten im Kampf ist und dann sagt er, Furunti, was machst du? Warum ist das? Warum hast du mich so? Immer noch einen Versuch, meine ich. Einen kurzen. Einen richtig kurzen. Ging ja jetzt auch recht schnell. Und Nils muss gerade ausparken. Nils ist, sag ich mal, auch nicht der flotteste Autofahrer. Also da wird schön behäbig auch mal jeder Gang einzeln wirklich eingelegt und auch falscher Gang, was, Rückwärtsgang, vorne, hinten, hinten, vorne, und er muss jetzt auch einen neuen Parkplatz finden, ne? Also das ist natürlich auch nochmal eine riesige Aufgabe und deswegen kann das durchaus eine Weile dauern. Dieses Rote habe ich noch nicht verstanden, das ist irgendein Schild. Aber was ich da machen kann, weiß ich nicht. Kann ich da noch einen Bogen auspacken? Komm her. Ah, drei! Es sind manchmal drei, manchmal zwei. Niemand weiß, das ist random. Ach, come on. Es ist schwer unter Zeitdruck. Es geht nicht unter Zeitdruck. Man kann sowas nicht unter Zeitdruck machen. Es geht nicht, ich brauche einfach Nils an meiner Seite. Ihr seht es, ohne Nils an meiner Seite, der mein Lehrer, der mir alles gezeigt hat, was ich weiß über Dark Souls, ohne ihn, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich bin einfach nur ein halber Mensch ohne Nils B. Und einfach nur kurz, um mal mit dem Boss ein bisschen kennenzulernen. Aber ansonsten, das ist auch ein Nils-Boss. Das ist ein klassischer, also gut, Boss jetzt im weitesten Sinne. Das ist ein klassischer Nils-Boss. Da geht es einfach auch viel um Taktik, um Schnelligkeit, um Auffassungsgabe. Das sind alles Dinge, die ich nicht habe. Ich bin wirklich so ein langsamer, ich bin wie so eine langsame Walze, die so lange braucht, aber dann auch was leisten kann. Oh, warte mal, kann man bei der Rotphase, treten? Ich gehe eh davon aus, dass das alles rausgeschnitten wird jetzt hier, deswegen ist das, kann ich es einfach mal ein bisschen rumprobieren. Und auch die Tode zählen eigentlich auch nicht an der Stelle. Also auch das ist eigentlich nicht machbar. Da werden die Leute sich natürlich beschweren, Moment mal, da wurde geschnitten und jetzt plötzlich hat er 5 Tode mehr. Was ist da passiert? Manchmal gibt es technische Schwierigkeiten. Und was ist ein Tod letzten Endes? Aber gib mir noch mal ganz kurz den Treter. Ja, ich glaube, wenn er den Rot... ich versuche mal, den zu treten, während er diesen roten Schild aktiviert. Der hat einen magischen Schild. Magischer Rotschild. Ah, da kommt er schon. Ey, Nils, bin schon mal hingelaufen, damit du direkt den Boss machen kannst. Das Problem war, der Akku war leer. Ernst? Ey! War leer. Was ist Florentin? Und Martin war kurz da und hat ihn ausgewechselt. Und jetzt funktioniert es wieder wunderbar. Also das war wahrscheinlich auch das Problem, dass dadurch, dass der Akku so ein bisschen geschwächelt hat, irgendwie die Eingaben so ein bisschen langsam kamen. Deswegen, ich habe es auch nicht probiert irgendwie. Ich wollte den Try noch lassen. Hier kein Wort. So jetzt, ey! Einfach nochmal probieren kannst. Das ist ganz frische Batterie, ne? Also das ist wirklich alles so, wunderbar, jetzt, so wie es sein soll. Jetzt bin ich dabei. Und hast du einen Parkplatz gefunden? Mhm. So, pass auf. Jetzt. Oh Mann, ey. Spiel ist leicht, es ist leicht langsamer als Elden Ring, meine Rolle. Mhm.
So, jetzt bin ich im Spiel. Und dann macht er doch wieder den dritten. Ja, das dann darf man nicht gierig sein. Man denkt, man hat's schon, aber der dritte kommt manchmal. Mhm. Das ist aber oft so in Dark Souls 3, habe ich das Gefühl. Das jetzt mal viermal! Manchmal dann drei hintereinander. Hast du gesehen, das waren jetzt aber mal viermal! Vier? Ja. Eins. Ja. Hör auf, Arschgesicht. Diese Heilung lohnt sich auch echt selten für ihn. Ja, okay. Wow! Da waren riesige Treffer drin, Nils. Ja, ja, das war auch ein bisschen Blutschaden jetzt endlich mal. Stark. Stark reingestarkt, Nils. Wow. Wahnsinn. Deswegen nennt man dich die Nils-Legende. Wow! Wilhelm. Nils! Wie du einfach bewiesen hast, dass du es kannst. Dass du selbst, wenn du hier einmal schön rausrennst, kurz umparkst, zack, kommst du rein, was du sagst, sollst hier, zack, zack. Gib mir das, ich töte dich. Stark. Du, also wirklich, also manchmal bin ich so beeindruckt von dir. Ich auch, tatsächlich. Wir haben irgendwas bekommen. Einen Schlüssel und eine Waffe. Und irgendeine Klinge. Onyx. Jetzt ist der Haufen weg. Ja, hab ich auch gesehen. Warum? Das weiß ich nicht. Warum geschah was? Wir haben die Onyx-Klinge. Das klingt irgendwie ganz geil. Aber ich glaube, die ist nix. Ich kann die nicht. Wir haben so viele Waffen. Das ist völlig unmöglich. Wie soll ich denn jetzt hier noch eine Onyx-Klinge finden? Da! Dunkel. Wollen wir alles nicht? E und E. Gidikid. Nee, das ist zu wenig. Aber Dunkelangriff kann natürlich für den richtigen Boss im richtigen Moment die richtige Waffe sein, ne? Ja, alles ist. Absolut. Das ist. Hier ist ein Hebel. Weißt du was, ich muss dir was gestehen. Ich wollte dich pranken. Du wolltest ihn besiegen und dann komme ich wieder und ist er tot. Und dann, oder dann lässt du mich hier zurücklaufen und dann ist er nicht mehr da. Und dann denke ich so, was, wo ist er, hä? Das kann ich, guck mal, Flo, und den Bug! Das wolltest du machen. Nee, ich habe dir die Reifen aufgestochen. Ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich fühle mich schlecht, aber du hast einfach allen gezeigt, dass jede List auch einfach durch reine Kompetenz abgewehrt werden kann. Einfach durch, ja, du kannst es einfach. Oder man kann auch sagen, es gibt eine List, also wenn du kompetenter gewesen wärst, dann hätte die List funktioniert. Also man kann auch sagen, du bist... Ja. Okay, auf jeden Fall bin ich schon mal ganz stolz, dass wir diesen Hebel gefunden haben. Oh! Da ist ein Bügler! Auf jeden Fall. Eine holde Maid oder ein Mann? Oder ein Kind? Ist ein Kind, ne? I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Die wird da oben versteckt. 'Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. 'Tis good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. Hat die das Bild gemalt? 'Tis good. Hat die das? Aber jetzt gibt's im Bild noch einen Maler. Jetzt wird's abgefahren. Erstmal haben wir mal einen kleinen Shortcut hier, oder? Ach, hör auf! Da, guck mal, verlockend lächelt uns das Bonfire an. Das sind Gemeinheiten. Aber du hast schon ein bisschen Panik bekommen, als du meine Schritte gehört hast, oder? Nein, das war, also, nee, das... Hier ist noch ein Hebel. Ah, Fahrstuhl. Och, Mann. Sag mal, was geht denn hier in diesem Gemälde? Gibt's hier einen Hausmeister oder sowas? Hier geht ja gar nichts. Ich mach alles kaputt, weil ich sauer bin. Was sind wir denn hier? Da ist das Dorf.
Das kann jetzt nicht alles sein. Ah, guck dir das mal an. Geht's da hoch? Oh ja. Da geht's weiter in die Wildnis. Er kann jetzt raus, oder was? Ne, die Tür war schon geöffnet. Das war eine Frau, oder? Halt im Eid. So schien es mir. Oh, es geht in die Gletscherwildnis. Ah, jetzt kommen die wieder. Ah, das ist nicht meine Welt. Oh ja, ich höre schon irgendwelche Hunde auch und so. Mit dem Hunde im Bunde. Komm, hier sind noch immer Items auf Dächern. Ist hier kein Item, nix. Aber es ist sehr bequem begehbar, dieses Dach. Also das ist auffällig. Ja, ja, ja. Ich meine, so ein Dach kann man für nichts verwenden eigentlich. Da kann man nicht irgendwie mal so Tische aufstellen oder so. Dachte ich auch. Aber dann erfand ich den Schrägtisch. Mhm. Wo zwei Beine länger sind als die anderen beiden. Absolut. Clever, clever, clever. Und schon hatte ich viele schöne Stunden auf meinem Dach. Hey, Baby. Ich meine, so das mit diesen Solaranlagen, Photovoltaik, das ist schon eine gute Idee, weil es gibt so viele tausende Quadratkilometer Fläche. Ja, ungenutzt. Auf den Dächern, wo nichts passiert. Gar nichts. Ja, das ist mega dumm. Es gibt ja auch schon so Dachpfannen, die aus Solar sind. Oh ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die Energiebilanz noch so schlecht ist, dass das nicht flächendeckend eingesetzt wird. Also Deutschland ist ja eh leider sehr sonnenarm, aber du könntest ja wirklich in Afrika, in der Sahara, nur durch Solarkraftwerke den Energiebedarf der gesamten Welt abdecken. Nur in der Sahara. Ist das nicht absurd? In einem Landstrich, was sowieso einfach komplett unbewohnbar ist, baust du dann einfach überall Solaranlagen hin. Problem gelöst. Ich weiß nicht genau, woran es scheitert. Ob vielleicht die Produktion der Solaranlagen einfach... Transport ist natürlich auch nicht leicht, ja. Strom dann irgendwo hin zu transportieren. Das stimmt, ja. Das sind alles in so kleine Akkus und die müssen dann irgendwie im Schiff gefahren werden. Und halt niemand will der Hausmeister sein. Ja, das weiß ich nicht. Ja, in der Sahara? Das ist immer super warm. Heiß. Ja, ist doch egal, ist doch nice. Okay, findet ihr nicht auch ein bisschen übertrieben, wie viele von euch hier gerade sind? Ja, das sind zu viele. Also finde ich echt ein bisschen unnötig jetzt. Wisst ihr was? Ich muss das jetzt nicht machen. Ich kann auch einfach sagen, ich laufe noch mal ein bisschen durch die Gegend und dann schauen wir mal weiter. Oh, jetzt kommt noch irgendwas anderes, okay. Wie heißen die Wikinger-Zombies nochmal? Wikinger-Zombies? Ich kenne die nicht alle bei Namen. Ich denke, einer heißt Leif, ein anderer sollte, denke ich, Ragnar oder so. Da gibt es einen bestimmten Namen, ich habe ihn vergessen. Er kommt auch in Magic vor. Ich habe ihn einfach vergessen. Utrecht. Ja, Utrecht war es, ja. Okay, das waren einfach mal 5 Hiebe, fast unmittelbar nacheinander. Drauger. Drauger! So, jetzt haben wir's. Dankeschön. Drauger. Ja, genau. Ja, Drauger. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Wusste ich jetzt gerade. Wusste ich in dem Moment, in dem du es gesagt hast, wusste ich es auch. Drauger, ja. Habe ich es genau. Ich bin mir gerade auch in dem Moment wieder ein. Ach ja. Drauger, genau. Ja. Na ja, gut. Da haben wir schon wieder was neu entdeckt. Ja, ich wusste das ja. Also, für mich ist das nicht neu gewesen. Der wedelt da mit seiner Fackel rum und sagt den anderen, los, den holen wir uns, das schaffen wir. Ja, ja, ist klar. Hat einen schönen Prismastein dabei. So, was hast du jetzt davon? Aha. Systematisch du das machst, also wirklich, wie du da jeden isolierst und einzeln bekämpfst und, also das ist echt eine Augenweide
Guck mal, die kämpfen teilweise aus Verwirrung gegeneinander, weil sie so ausgespielt werden. Also Wahnsinn. Also wie du dich auch entwickelt hast in den letzten... Dankeschön, aber das habe ich auch dir zu verdanken. Aber ohne dich und ohne deine kecken Streiche. Ja, die halten dich frisch. Halt, ja. Du musst immer hadern, was kommt da als nächstes um die Ecke. Wie die auch völlig im Parallelflug. Blonk. Ich glaube, Schild und Speer wäre auch meine Bewaffnung der Wahl. Wenn man es drauf hat, glaube ich, muss das... ja, ich glaube, dass du hast echt da... Aber ich glaube, du brauchst unglaublich viel Kraft. Ja, für so, Körperkraft 15, um Speere einhändig zu führen, in DSA zumindest so. Das stimmt schon. Kannst du aber auch beim Startcharakter schaffen mit übernatürliches Attribut Körperkraft. Kannst du von Start schon schaffen. Ja, kannst du. Ja, habe ich damals für meinen Schwertgesellen tatsächlich gemacht. Was natürlich ungewöhnlich ist, Schwertgeselle mit Speer. Aber... Ja, ja stimmt schon, ja. War dann halt so ein persönlicher Lehrmeister, ne? Da kannst du ja viel machen, solange du den Siegelring hast. Kannst du dir quasi alles ausdenken, ne? Das ist ja das Gute daran. Kann man auch Sachen umdrehen mit dem Siegelring? Gute Idee. Ja, das ist natürlich oft eine Geste bei magischen Ringen, dass man sie dreht, um sie zu aktivieren. Mhm. Aber da natürlich nochmal doppelt gut, ne? Du drehst sie auf die andere Seite. Weil dann könnte man ja auch sowas machen, das finde ich nämlich interessant, dass man dann irgendwie vielleicht irgendwelchen Malus bekommt, während man auf der falschen Seite ist. Ja. Oder man zieht irgendwie Geister an oder Dämonen oder ist für die sichtbar oder so, weil man auf der falschen Seite ist. Und vielleicht ist man dann auch echt auf links. Das fände ich auch witzig. Ja. Dass man dann einfach auch auf links ist. Links gedreht. Also ich finde das super. Und dann ist man halt... Aber auch metaphorisch. Also jetzt nicht, also nicht nur jetzt geografisch oder Himmel, also, sondern halt auch... Du meinst eine Persönlichkeit? Die Gesinnung oder so. Ja, dass man zum Beispiel sagt, wenn jemand total gerne Schokolade mag oder so, dann hasst er danach Schokolade. Ja. Aber du musst halt alles, ne? Also du musst dich halt, dann du kannst dich entscheiden, ist meine Rückseite besser als meine Vorderseite? Ja, ja, ja. Ich überlege gerade, weil was ist, wenn die umgekehrte Version so eine Art Eigenleben entwickelt und gar nicht mehr zurück will? Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel total 1000 Allergien hast und so wirklich Sachen, die dich komplett nerven und du sagst, ey, mir wäre exakt das Gegenteil meiner selbst viel lieber. Ja, aber was heißt Gegenteil? Wenn du jetzt allergisch bist gegen zwei Sachen, aber gegen 100 nicht, ist dann deine umgekehrte Version allergisch gegen 100 Sachen, aber gegen die zwei nicht? Ist das wirklich besser? Naja, aber wenn jetzt jemand gegen fast alles allergisch ist, was es gibt, inklusive Inkompetenz. Ja, du müsstest halt auch Gegner drehen können, ne? Also, dass du sagst, wenn ich jetzt sag, Nils, Tür, dann sitzt du einfach auf der anderen, genau auf der anderen Seite der Tür und bist sozusagen raus. Ja. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Vielleicht beginnen wir die Geschichte auch woanders. Unser Held kann gar nicht zaubern, sondern wurde mal umgedreht. Und, muss jetzt irgendjemanden Magier suchen, der ihn wieder zurückdreht. Vielleicht weiß er sogar gar nicht, dass er gedreht wurde, sondern ihm passieren immer schlechte Dinge oder so. Und irgendjemand sagt ihm, du wurdest mal gedreht, eigentlich bist du das Gegenteil von dir. Du bist gar nicht dein echtes Ich, sondern du bist das Gegenteil. Würde man dann wollen, dass man sich zurückverwandelt oder nicht? Das ist die Frage. Ja, das kommt auch an, wie sehr man das mag, was man ist, ne? Wenn man jetzt die ganze Zeit schon das Gefühl hatte, ey, ich bin nicht richtig, irgendwas stimmt nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann auch sagt, geil, ich nehme die Gelegenheit sofort beim Schopfe. Die Frage ist ja natürlich, wärst du bereit, dich zu opfern? Also angenommen, du hast jetzt eine Schwäche von Feuer und jetzt kommt der große Feuerdrache. Ja. Und dann ist die Frage, den kann ich nur besiegen, wenn ich bereit bin, mich zu drehen. Mhm. Würde ich mein eigenes Ich aufgeben, meine Persönlichkeit, würde ich eine andere Persönlichkeit annehmen, nur um das Dorf gegen diesen Feuerdrachen zu verteidigen? Weil das ist ja das ultimative Opfer. Du opferst ja nicht dein Leben, sondern dein Ich selbst. Du bist dann jemand anders. Und würdest du das machen? Und das ist dann, wir sind jetzt bei Buch 4 oder so, wo dann wirklich die große Entscheidung ansteht, lässt er sich drehen oder nicht. Und vor allen Dingen dann, wenn du sagen würdest, du machst das, ne? Du lässt dich fürs große Ganze drehen, dann ist ja davon auszugehen, dass dein linkes Ich das nicht machen würde.
Das bedeutet, stimmt, er würde sich nicht wieder zurückdrehen lassen für dich. Genau, in dem Moment, in dem du dich drehen lässt, bewusst, freiwillig, kommst du nie wieder zurück. Ja. Die einzige Chance, dass du dich zurückdrehst, ist, wenn du gegen deinen Willen gedreht wirst. Genau. Weil dann hast du ja, dann ist dein Gegenteil ja nicht drehwillig. Genau, das heißt. Dann ist dein Gegenwill drehwillig. Man muss ihn dazu zwingen, sich zurückzudrehen, weil er von alleine das nicht, er würde sich nicht opfern. Für sein Original-Ich. Das ist, Sag mal, hört Klett Cotta gerade zu. Irgendein großer deutscher Erfolgsverlag. Habt ihr Bock auf diese Geschichte? Dreh dich nicht um, heißt es. Dreh dich nicht um. Die Fantasy-Story von Florentin und Nils. Wir haben Titanic-Bock gerade bekommen. Hast du das gerade gesehen? War das nicht das Beste, was es gab? Oder war das ein Slap? Oh, und weißt du was? Ja. In dem Moment, in dem er sich dreht, dreht sich auch der Text im Buch. Und du musst ab dann andersrum falsch schon weiterlesen. Alles rückwärts. Wie so ein Manga? Du meinst, funktioniert das? Also sind die Worte rückwärts, so wie jetzt Slin Fomob? Oder? Das wäre ein bisschen nervig. Nee, die erste Hälfte liest du normal, europäisch, links nach rechts. Ja. Und dann musst du wieder sozusagen hinten anfangen, um dich wieder auf die Mitte hinzuzuarbeiten. Und dann das Ende. Und dann ist. Okay, jetzt ist das Ende das ist in der Mitte. Sehr, sehr konsequent zumindest. Mir gefällt die Konsequenz, in der wir das durchziehen. Aber kann man normalen Fließtext eigentlich überhaupt? Nee, das geht ja gar nicht. Bei Mangas liest du ja nur die Boxen in der Rechts-Links-Reihenfolge, ja. Aber den Text innerhalb der Boxen ist schon links-rechts. Der ist richtig, ja. Wie schreibt man ein Buch, das man von rechts nach links liest? Also ohne jetzt komplett neu lernen. Also ist jedes einzelne Wort auch die Buchstaben rückwärts oder sind nur die Worte im Arabischen, liest du ja auch irgendwie anders? Nee, ich würde sagen, das ist ein Gimmick. Du blätterst von rechts nach links, aber liest die Seiten schon normal von links nach rechts. Das ist wie das Manga-Prinzip. Ja, okay. Weil sonst ist es zu schwierig. Ja, das kann man ja dann einfach sagen. Das reicht. Da können wir dann so eine URL abdrucken. Von so einem YouTube-Video, wo du das erklärst, wo du sagst, hallo lieber Leser, liebe Leserin, ab jetzt ändert sich das Buch, weil er wurde gedreht, Spoiler. Das heißt ja aber auch, dass jetzt so ein richtiger Oberbösewicht im Prinzip in sich trägt, ein super guter Mensch zu sein. Ja, er muss nur gedreht werden. Genau, das heißt ja eigentlich, dass Bösewichte eigentlich eher gut sind, weil wenn du jetzt so ein Typ bist mit Grautönen, ne, dann bist du ja nie richtig gut. Du hast immer Grautöne. Da sind wir wieder bei deinem Versio-Ding, dass du du suchst den bösesten Menschen der Welt, um ihn zu drehen, um ihn dann zum besten Menschen der Welt, ja. Also so ein normaler Typ, der könnte nie der beste Mensch der Welt sein, er könnte nie wirklich gut sein. Er ist eigentlich immer nur irgendeine Schattierung. Andererseits müsstest du vielleicht sogar den besten Mensch suchen und den ausschalten, weil die Gefahr besteht, dass die Gegenseite den dreht. Ja, das heißt, die sind eigentlich Leute mit einem extremen Charakter, sind interessant für die Gegenseite. Sind gefährlich, auf jeden Fall super gefährlich. Ja, ja. Oh, der ist groß. Wie der da steht, guck dir das mal an. Und der eigentliche Bösewicht der Geschichte ist der, der ganz 50-50 ist. Der halb böse, halb gut ist, weil der weiß, er ist immun gegens Drehen, weil der eigentlich seinen Charakter am wenigsten verändert. Und eigentlich ist das der Bösewicht. Das ist eigentlich interessant, dass nicht der Böseste der Bösewicht ist, sondern der Mittelmäßigste. Okay, ja, finde ich gut. Ja, was ist denn das für eine Attacke? Nils und Mart! Ah! Vorsichtig! Ich weiß nicht mehr, wo ich bin! Alter, was war das? Hast du das gesehen? Was war denn das für eine fiese Attacke? Das war Damarsch. Damarsch, Damarsch! Ponk! Ah, verzögert. Wie man einfach nicht sieht. Mann, meine ich mich. Okay, pass auf. Alter. Boah, dass der da in so einer Kluft drin wartet. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfall. Okay, warte mal, jetzt ganz ruhig. Kommst du auch runter oder wie sieht das aus? Man hat einen recht weiten Weg, ne? Der Tag ist so langsam, wie du halt zweimal rollen kannst, bevor er trifft. Stark! Stark, Nils!
bist so eiskalt einfach. Du bist so. Oh Mann. Das ist der Schmetterangriff. Pack! Kein Dings mehr. Du hast kein Tröpfchen mehr. Alter, ich bin zu weit um ihn rum! Hast du das gesehen? Einfach, also. Wir haben aber jetzt ein Problem. Du bist eine Legende. Ich bin wirklich eine legende Legende. Also ich die Bosse alle lege. Aber. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein Problem. Wir sind alleine in dieser kleinen Berghöhle. Ich glaube, das Beste ist, eine kurze Pause zu machen, kurz zu verschnaufen und uns dann diesem Problem zu widmen. Es sei denn, du findest jetzt ein schönes Bonfire. Ja, das Ding ist, wir gucken uns das hier noch an. Hier war der, das hat er bewacht. Was hat er bewacht? Wow. Stoßsteinhammer! Wow. Eine Strength-Waffe bestimmt, ne? Wow. Ja, yeah, Mann. Okay, also wir haben da hinten noch diesen anderen Typ, der da steht. Und da sind sogar zwei von denen. Und wir haben keine Flask mehr. Wir haben gerade, wie viel von diesen Wikingern platt gemacht? 30? Ja. Du wir hast können doch jetzt nicht nach. Wir können doch nicht nach Hause gehen, um die Flasks aufzufüllen, um dann wieder gegen diese 30 Wikinger zu kämpfen. Eine missliche Lage, wie es weitergeht, erfahrt ihr nächstes Mal, wenn es weitergeht mit Kredit.